Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wird der Olli für euch am Start im Rahmen seines 24-Stunden-Streams mit Let's Play World of Warcraft. Stimmt gar nicht, Warcraft 3, Reign of Chaos. Kapitel 2 von Totengräber, der Untoten-Kampagne. Am nächsten Morgen am Rande von Andorhal. Ja, Arthas, der jetzt Todesritter, geächtet von seinem Volk und Königsmörder, ist jetzt auf, Geheiß von dem Schreckenslord Tichondrius, befehligt worden, den Kult der Verdammten wieder zurück ins Leben zu rufen. Und jetzt haben wir ein paar ehemalige Kultisten wieder zurück ins Leben gerufen, also wieder diesen Kult wieder sozusagen, wieder in Bewegung gebracht. Und der ehemalige Führer, Kel'Thuzad, den müssen wir jetzt wiederbeleben. Und das versuchen wir da, wo er gefallen ist, in Andor Hall. Was zum Teufel ist das? Mit diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord. Aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Und solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn. Brechen wir auf. In einem Brunnen von Ley. Ah, krass. Ja. Wer meine Karazhan-Lore gesehen hat, erteilt mir Befehle. Gibt es tatsächlich gewisse Orte, in denen Ley-Linien, sprich also Arkan-Linien, die kommen ganz oft in Fantasy eben an sich vor, die praktisch wie so ein Netzwerk über eine Welt verteilt sind, aber auch irgendwo Knotenpunkte haben. Und Karazhan zum Beispiel, das ist auch der Grund, deswegen der Ort so ein bisschen unwirklich ist, warum es da Geister gibt und so weiter, weil da ein ziemlich starker Knotenpunkt ist von Ley-Linien. Endlich. Frostmourne hat Hunger. So, kleiner Neben-Fun-Fact. Das ist schon besser. Endlich. Wo geht's lang? Hoch, runter? Nee, rechts. Endlich. Ah, ja. Endlich. Wir haben praktisch das, also diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, wo wir so sind, das ist Tirith Fall, also nördliches Königreich von Lordaeron. Das ist schon besser. Und gerade in der Nähe von den östlichen Pestländern. Endlich. Könnte man auch das ist so ein bisschen besser. Erahnen. Endlich. Helden des Friedens, auch schöner Titel. So, jetzt haben wir also auch unsere Katapulte, das heißt Kriegsmaschinerie wieder aufgetrieben. Und die greifen auch automatisch schon Türme an. Von denen fügen sie natürlich sehr viel Schaden zu, indem sie mit totem Fleisch beschmeißen. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe 3, die letzte Schlacht, wenn das ihr euch erinnert, dass die ersten Endlich. Katapultschüsse der Orks, die dann Minas Tirith belagert hatten, nicht Steine waren, sondern Menschenköpfe. Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. Das ist schon besser. Na okay, da hätten wir es eigentlich auch. So. Jetzt werdet ihr leiden. So. Endlich. Frostmourne hat Hunger. In Reichweite unserer Katapulte. Für den Lichtkönig. Da heilen wir wieder, genau wie Arthas zu lebenden Zeiten. Und dann wird das eine ganz leichte Sache. Ihr sollt auf die Soldaten gehen, Alter. Ich muss mit euch doch nicht auf die Beute daneben dran. Das braucht doch keinen. So. Dann frisst ihr mal ein paar Leichen, dass ihr wieder zu euch zu Kräften kommt. Ist das nicht irgendwie Blutelfen-Startgebiet in WoW? Ja, richtig. Da in der Nähe ganz. Also gut, das Blutelfen-Startgebiet ist Kel Thalas. Und das ist ganz, ganz oben. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Das ist schon besser. Aber es liegt nicht weit von hier, das, was du meinst, ja? Endlich. Gavinar, der Schreckliche. Unglaublich, dass wir euch je Bruder nannten. Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Ja, jetzt sind auch sämtliche Paladin-Kollegen des ehemaligen... sämtliche Paladin-Kollegen von der Silberhand, ne? So heißt der Orden.
Und das sind alles unsere ehemaligen Paladin-Kollegen, die uns jetzt natürlich nicht mehr so gut leiden können, weil wir Königsmörder sind und ja, Guter von uns gewiesen haben. Gut, das müssen wir eigentlich alles gar nicht kaputt machen. Wir müssen ab und zu mal in so eine Kiste gucken, ob da vielleicht was drin ist. Das ist schon besser. Ansonsten, nö. Alles gut. Einer von denen ist ziemlich schwer verletzt. Der hier nämlich, genau. Schade, da ist ganz wieder da. Vorsicht. Ah, und hier endlich. Sind wir auch schon, das ist schon besser. Am Ort, wo die Überreste von Kulturisat sind. Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt so lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbrunnens der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. Na dann. Holen wir uns diese Urne. Wow, jetzt haben wir aber ganz schön... Ah, okay. Jetzt müssen wir also unsere Basis erbauen. Eurem Willen. So, Freunde, jetzt geht's mit Untoten los. Okay. Die Armee, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So. Wie mal irgendwann erwähnt in meinem Let's Play, brauchen wir für dieses ganze Unternehmen brauchen wir erst einmal eine Goldmine. Ich gehorche mit Freuden. Das Coole hier ist, dass der hier nur mal kurz hexen muss und er kann direkt zum nächsten Gebäude gehen, also zum nächsten Gebäude. Genau. Das heißt, also ich brauche eigentlich nur. Können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden. Nur ein Akolyt, um alles zu bauen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und die Ghule, hier, die kleinen, davon bräuchte ich so 2-3. Und die machen danach Holz, wenn das hier fertig verhext ist. Es geht sogar relativ schnell. Und dann kennt ihr ja schon diesen verseuchten Untotenboden. Wow, das sind Protoss-Einheiten. Ähnlich. Tatsächlich gar nicht mal so, also so die Sache von wegen, dass du immer nur einen Pylon brauchst, ne, eine Probe, die da und da und da was beschwört, tatsächlich ja, und auch nur auf bestimmten Boden natürlich, das, ja, sie ist so eine Mischung aus Zerg und Protoss, kann man sagen, das, man merkt, dass es vom selben Hersteller ist, auf jeden Fall. An der einen oder anderen Stelle haben StarCraft und WarCraft auf jeden Fall Parallelen, aber es sind ganz, ganz andere Schwerpunkte, auf jeden Fall. Der Rollenspielfaktor habt ihr in beiden drin, also in der Kampagne zumindest, aber vom Gameplay ist es ein bisschen anders. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Okay, dann brauchen wir eine Gruft, das ist sozusagen unsere Kaserne. Euer Wille, da sind die geschehen. Ersten Grundeinheiten drin. So, wenn verwundete, untote Einheiten auf einer Verseuchung stehen, werden sie schneller regeneriert. Okay, das wusste ich selber nicht mehr. Die Beschwörung ist abgeschlossen werden. So. Beuge mich eurem Willen. Wir generieren jetzt dazu 5 Gold. Wird ein Friedhof herbeigerufen, versorgt er die untote Armee mit frischen Kadavern. Mhm. Also ein Schicksal ist ein Friedhof besiegelt. Versorgt uns also mit Kadavern. Das macht zwar nicht so viel Sinn, aber gut. Dann haben wir Ziggurats. Ja, Meister. Ziggurats sind praktisch unsere Höfe. Was liegt an? Also man sieht halt Parallelen Meister. Auf jeden Fall bei dem Bau von Dingern, aber ihr seht ja, habt ihr auch zum Beispiel auch gesehen, dass diese Ziggurats-Dinger, diese, ne, diese kleinen Türmchen hier, dass die teilweise schießen. Das kann man erforschen und das ist das Geile daran. Ihr müsst nicht extra Türme bauen, wenn ihr eure Basis beschützen wollt, sondern ihr baut praktisch schon um eure Basis rum des Ziggurats. Das macht natürlich euer Essen ein bisschen anfälliger, aber ihr müsst eben nicht extra Türme bauen. Das ist sehr, sehr cool. So, hier können wir schon Ghule bauen. Ich glaube, sehr viel mehr geht auch nicht. Wir können es zum Halle der Toten ausbauen. Aber ich glaube, für diese Mission braucht man höchstens noch ein paar Ghule mehr. So, die Ghule, die ich jetzt hier habe, die werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen Holz machen. Nur zu dienen, und ja, ich denke, noch
Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein Ziggurat geht noch. Euer Wille brauchen wir gleich mal daneben. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir noch ein Altar der Dunkelheit. Es ist mehr Gold das erforderlich. Dürften wir jetzt in den nächsten Sekunden dann haben, dass wir das auch noch beschwören können. Und dann bauen wir unsere Armee. So. Ich gehorche mit Freuden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meister. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und vielleicht doch lieber hierhin. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Ich gehorche mit Freuden. So. Mein und Schicksal ist besiegt. Ein Ziggurat ist eine pyramide-ähnliches Gebäude der alten Sumera im Mesopotamien. Hast du das gerade gegoogelt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, da ist Krieg. Was ist es diesmal? Den soll ich mal so teilen. Den Frostmourne hat Hunger. Ja, dankeschön. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. So, und mein Gefühl sagt mir, dass es vielleicht doch ganz gut ist. Siehst du, und die kann man ziemlich ausbauen. Ich beuge mich eurem Willen. Das Gute ist dann halt, dass ich es hier einfach in eure Räume sprecht, Dummkopf, aufbauen kann. Und da ist man ziemlich gut geschützt. Es sei denn, wir werden auch von unten angegriffen, dann ist doof. Deswegen baue ich doch euer am besten Befehl, Meister, hier auch noch ein Ziggurat hin. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Beziehungsweise, was? Ich mache hier einfach dicht. Na, okay, nee, geht auch nicht. Nachher muss ich hier durch beschwören. Und dann ist doof. Dort kann ich nicht beschwören. Dort kann ich nicht beschwören. Aber mein hier kann Schicksal ich beschwören. Ist besiegelt. Nicht beschwören. Euer die Wille Beschwörung geschehe. Ist abgeschlossen. Mein Schicksal ist besiegelt. So, machen wir die beiden auch darüber. Ich gehorche so. Mit die Freuden. Beschwörung ist abgeschlossen. So. Niemand erteilt mir Befehle. Und jetzt müssen wir dann gleich sprecht, auf Paladinjagd gehen. Dummkopf. Boah, der Kaffee tut gerade echt gut. Nein, das weiß ich. Ich habe das mal aufgeschnappt. Ah, okay. Und was hat dieses pyramidenähnliche Gebäude der Sumerer da für einen Zweck gehabt? Was ist weißt das diesmal? Auch? Und wurde als Tempel benutzt, um möglichst die nah an den Göttern zu sein. Deshalb waren sie meist sehr hoch. Okay, also das heißt, es war eine Anbetungsstätte. Verstehe ich das richtig? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich meine, es gibt auch Totentempel, weißt endlich. Du? Das ist, deswegen frage ich. Vorsicht. So, okay. Und was auch immer sehr cool ist an den Ghulen, die bauen eigentlich Holz sehr, sehr schnell ab. Ich glaube, es gibt keine Einheit, endlich. Die schneller Holz abbaut, außer Schredder, die kommen aber noch. Und natürlich, ihr habt immer dementsprechend ein bisschen Gegenwehr eben noch. Weil endlich. Die Ghule können also bleiben dann sozusagen als kleiner Schutztrupp noch vor Ort mit den Ziggurat zusammen. Eure Basis ist endlich. Nicht immer vollkommen schutzlos. Frostmourne hat Hunger. So, die kommen immer zu zweit, denken, das reicht aber leider nicht. Jetzt werdet ihr leiden. Oh, scheiße. Endlich. Machen eigentlich diese Katapulte das ist schon Schaden? So, Ballador der Helde. Mir ist unbegreiflich, wie Uther für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen, als ihr eure über Bord geworfen habt. Ihr verdient einen grausamen Tod. Oh, scheiße, ich brauche auf jeden Fall mal... Sprecht, Dummkopf! Ich brauche auf jeden Fall mal hier mehr Einheiten. Was ist das diesmal? Oh ja, okay, gut, ich brauche mehr Einheiten. Sprecht, Dummkopf! Ist okay. Ja, endlich. Ist okay, hab's verstanden. Frostmourne hat Hunger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das ist schon besser. Endlich. So, halt. Wir brauchen erstmal ein paar Einheiten. So, 4 Türme an jeder Seite. Das dürfte erstmal reichen. Aber guck mal, wie viel Holz vor allem diese Typen herstellen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Gut, wir brauchen eindeutig mehr Ghule. Richtig, also ist eine Anbetungsstätte gewesen. Okay. Ausbau abgeschlossen.
Ausbau abgeschlossen. Na gut, alles klar. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So, und die schießen jetzt. Und wie gesagt, falls hier noch was kommen sollte. Oh, das kannst du hier. Und wegen der Vollständigkeit halber, hier auch. Also die prinzipielle Ökonomie der Untoten ist doch recht fix. Ich glaube mehr. Ich glaube sehr viel mehr. Forschung ist mehr Gold erforderlich. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Jo. Denke, ganz gut gesichert bis jetzt. Was ist es diesmal? So, ich glaube, das wird jetzt für den Paladin zumindest mal reichen. Wir bauen vielleicht. Es ist mehr Gold erforderlich. Vorsicht. Ah, endlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. So, sprecht, dann wollen wir es nochmal versuchen mit ihm. Endlose Pein wird euch erwarten. Jetzt Frostmoon. Das ist schon besser. Frostmoon hat Hunger. Jetzt noch. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Hallo? Alle Macht hier? Der Geißel. Was ist es diesmal? Endlich. Vorsicht. Ah, endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Von diesen Geräuschen, ne? Von diesem Hammer und diesem Schwert. Jetzt werdet ihr leiden. Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist es diesmal? So, und das war's mit den das nächsten. Das ist schon besser. Sollten noch bald wieder Level up haben. Endlich. Das ist schon besser. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist mehr Gold erforderlich. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Für den Lichtkönig. Für den Lichtkönig. Endlose Pein wird euch erwarten. Ah, endlich. So, den ganzen anderen Gebäude lassen wir erstmal stehen. Die wollen wir nicht zu zerstören. Wir gehen dann hier weiter. Endlich. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Es ist mehr Gold erforderlich. Vorsicht. Jetzt werdet ihr leiden. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger. Ah, endlich. Endlich. So, dann haben wir den nächsten Paladin gesichtet. Möge das Licht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Das ist schon besser. Das Inventar ist voll. Frostmoon hat Hunger. Das Inventar ist voll.
Hey, 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 lass es mal sein. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. So. Endlose Pein wird euch erwarten. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Verstärkung. Es ist mehr Gold erforderlich. Mann, 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 ey. Das muss mal ein bisschen schneller gehen, ihr Freunde. Wir werden angegriffen. Vorsicht! Sprecht, Dummkopf! Na, aber ihr seht schon jetzt praktisch an diesen Missionen, also da kann man nicht mehr so einfach durchmarschieren, man muss dann auch schon ein bisschen gucken, wo man bleibt. Also man kann schon etwas schneller sterben. Und gut, also ein Todesritter muss ich jetzt noch dazu sagen, so als einzelner Kämpfer ist das schon ein bisschen krasser als ein Todesritter, auf dem Stadion zumindest. So, kleiner Umblick. Kleiner Augenblick bitte. So, und weiter geht's. Vorsicht. So. Frostmourne hat Hunger. Da geht's schön weiter mit Ghoulen. Was ist es diesmal? Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Frostmourne hat Hunger. Für den Lichtkönig. Der hat vielleicht einen Mut. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert. Und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uta. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Oh Mann. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ja, das könnte man schon mit einem Bosskampf vergleichen, auf jeden Fall mit dem Uther. Weil Uther tatsächlich ein sehr, sehr starker Paladin ist. Und solange sein Gordeschild anhat, können wir ihn nichts anhaben. Sprecht, Dummkopf! Was ist das diesmal? Voll da gerne drauf auf den Kerl! Niemand erteilt mir Befehle. Frostmourne hat Hunger. So, schön Einheiten nachbauen. Da kommen immer auf die Dinger auf. Oh, boah, hier nicht mehr. So, jetzt, los geht's. Was ist das diesmal?
Das ist schon besser. Ich hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uther. Ich habe vor, ewig zu leben. Ja, das ist eine ziemlich ekelhafte Sache. Der Leidensweg Arthas. Endlich. Ja. Ich hab's in meiner Lore schon öfter angesprochen. Es ist einfach nur schrecklich. Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schreckenslords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Okay. Ja. Nun haben wir die Urne, um die Überreste von Kel'Thuzad wieder zusammen, also ja, aufzubewahren, und wir, der nächste Schritt ist dann Kel'Thalas. Kel'Thalas ist die Hochelfenhauptstadt, und der werden wir einen Besuch abstatten, weil da dort ist der Sonnenbrunnen, und der Sonnenbrunnen ist eine wahnsinnig krasse Leylinienknoten, also praktisch ein sehr großer arkane Energie Knoten. Und auf den haben wir es abgesehen. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, die Hochelfen werden nicht einfach so zulassen, dass wir da einen Totenbeschwörer wieder beleben. Das wird Beef geben. Gut, das sehen wir aber beim nächsten Mal wieder. Das war's mit eurem Olli von den Aufregers. Bis zum nächsten Mal. Over and